In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es so nicht sein, sondern wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Diese beiden Brüder, liebe Schwestern und Brüder, Jakobus und Johannes, sind die Apostel des kurzen Prozesses. Dafür sind sie bekannt. Zumindest die kirchliche Tradition weiß zu berichten, dass Johannes sehr jung war. Und Jesus nennt sie in diesem Evangelium einmal die Donnersöhne. Man könnte das auch mit Polterköpfe übersetzen. Es sind die Jünger des kurzen Prozesses. Die wollen immer direkt eine Lösung haben. Vielleicht gibt es einige auch von uns, die immer schnelle, klare Lösungen wollen. Ohne Geduld, das muss gleich passieren. So ist das bei den beiden. Ein samaritisches Dorf, das Jesus nicht aufnehmen will, dann sagen die beiden: Herr, wirf Feuer vom Himmel. Diese Typen brauchst du gar nicht mehr zu geben. Und hier geht es auch um die schnelle Lösung. Denn wir müssen die Verse lesen, die vorher dort standen. Jesus spricht davon: Lasst uns nach Jerusalem hinaufgehen. Und dann spricht er ganz offen zu seinen Jüngern, was ihn dort erwartet. Verrat, Auslieferung, Passion, Tod am Kreuz. Und das haben die beiden vor Augen, wenn sie Jesus fragen: Dann lass einen rechts und links von uns sitzen. Wenn wir schon mit dir Märtyrer werden, dann ist das eine super klare Lösung. Das ist auch bis heute noch der schnellste Weg zur Heiligkeit in der Kirche. Wenn man des Glaubens wegen umgebracht wird und zu Tode kommt, steht der Heiligsprechung eigentlich fast nichts mehr im Wege. Aber Jesus weist die beiden zurecht und sagt: Wisst ihr wirklich, was ihr da wollt? Seht ihr das klar oder seid ihr einfach nur naiv oder voll jugendlichem Elan, um so etwas zu wünschen? Es wäre interessant, wenn wir einmal einsammeln könnten, ich kann das nur gleich von mir sagen, wie wir dieses Evangelium lesen am Anfang. Geht es uns nicht oft so, wenn wir diese Stelle hören, dass wir denken: Ist das nicht schrecklich? Da drängeln sich zwei vor. Die wollen einfach einen besseren Platz haben. Die sind wohl größenwahnsinnig geworden. Und das, was wir im Moment ständig hören, was als Lösung angepriesen wird für alle unsere Probleme, die wir in der Kirche haben, das hören wir von Rom, das hören wir jetzt von den deutschen Bischöfen permanent reihum, ist Klerikalismus. Ist das nicht genau das Problem hier schon bei den Aposteln, Klerikalismus? Und was wirklich Klerikalismus ist,
erweist sich zunächst hier als Vorurteil der anderen 10 Jünger. Dass sie nämlich vermuten, die zwei wollen aufgrund ihrer Position irgendwie einen, indem sie zu Jesus ein Nahverhältnis haben, einen besseren Platz. Sie wollen das einfach schamlos ausnutzen. Die wollen uns rechts und links überholen. Wir wollen ein wenig die beiden in Schutz nehmen. Denn bei allem, was ich unter Klerikalismus verstehe und erlebe, geht es da am wenigsten um Jesus Christus. Eine besondere Nähe zu Jesus Christus zu haben, ist nicht Klerikalismus. Das würde man manchen wünschen, auch denen, die darüber reden und anschließend in ihren dicken Mercedes steigen und sich wieder in ihre Dienstwohnung fahren lassen, wo ihnen das Abendessen bereitet ist. Das ist vielleicht eher Klerikalismus, aber darüber denken wir natürlich nicht nach. Die beiden wollen Jesus nahe sein. Sie wollen ihm nahe sein bis in den Tod. Und das ist natürlich eine rasche, schnelle Lösung. Und dann dürfen wir rechts und links neben ihm sitzen, weil er dann die Herrschaft hat. Auch das denken sie. Wer denkt davon, wer heute wirklich klerikal ist oder sich im Moment klerusmäßig darüber beschwert, dass andere klerikal sind, wer denkt darüber wirklich nach? Dass das unsere Zukunft sein soll. Wir singen das in einem Lied. Mit Christus zu herrschen. Das ist das Versprechen Christi an uns, die wir ihm nachfolgen. Aber auch diese beiden haben hier im Evangelium etwas zu lernen, das sehr wichtig ist. Christentum besteht nicht im raschen Prozess. Jesus wertet das Martyrium nicht ab. Aber er macht es auch nicht zum Maßstab. Nach dem Motto, fahrt mal alle schnell wohin. Wir kennen ja solche heiligen Geschichten. Franz von Assisi steht ja auch ein wenig in dem Verdacht. Er geht zum Sultan und möglicherweise bringen sie ihn da um und dann hat er Glück gehabt, dann ist er fein raus. Dazu fordert uns Jesus nicht auf. Er zeigt uns einen anderen Weg. Er zeigt uns seinen Weg. Gerade im Markus-Evangelium, das wir dieses Jahr hören, verbietet Jesus den Jüngern oft, darüber zu sprechen, wer er wirklich ist, damit der Konflikt mit den jüdischen Autoritäten möglichst lange hinausgeschoben wird. Damit er halt eben nicht gleich eine Woche nach seinem öffentlichen Auftreten einen Prozess bekommt und dann am Kreuz endet. Er zögert das hinaus. Und ebenso weist er die Jünger darauf hin, zu sagen, ihr werdet das Martyrium erleiden, aber so schnell geht das nicht. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg des Christentums, der sich möglicherweise in die Länge zieht und der sich möglicherweise unangenehmer gestaltet. Das ist der Weg des Dienens. Es ist der Weg des letzten Platzes. Es ist der Weg einer umgekehrten Rangordnung. Denn wer auf dem letzten Platz steht, wer Schande erleidet, und wir können das ruhig aktualisieren, wer für seine Auffassungen heute öffentlich belächelt wird, oder sagen, ach, das ist auch noch so eine von den Bekloppten, die zur Kirche gehen oder irgendwas damit anfangen können, die noch irgendwas glauben. Wie kann man denn so gestört sein? Wer das an sich geschehen lässt, aus Überzeugung, der wird Jesus ähnlich, weil es Jesus genauso gegangen ist. Wir sollten den ganzen Weg Jesu gut kennen und wir sollten uns immer wieder tief ins Evangelium hineinknien, um es zu hören, damit wir unseren eigenen Weg darin erkennen. Wir sind lange auch als Kirche öffentlich den Weg gegangen und wir halten an diesen alten Privilegien, die möglicherweise historisch schon lange überholt sind, fest. Vielleicht ist auch das Klerikalismus. Wem wir mal in unserer Gesellschaft noch erklären, dass die Bischöfe und die Domkapitulare ihr Gehalt bekommen, weil Napoleon die Kirche enteignet hat, vor über 200 Jahren. Wer will das heute noch verstehen? Da müssen Sie ein Lexikonband herausgeben, damit Sie das alles nachlesen können. Das ist nicht die Rangordnung des Evangeliums. Und dass wir wie besessen an solchen Privilegien festhalten, stellt uns kein gutes Zeugnis aus. Das sollten wir in der aktuellen Diskussion vielleicht auch einmal berücksichtigen. Die Rangordnung Jesu ist anders. Überzeugend ist das gelebte Leben. Ist das Wort, das gesprochen wird und deckungsgleich ist mit der eigenen Existenz.
Und deshalb sollten Sie gar nicht so sehr traurig sein, dass wir zuweilen im Schatten stehen oder nicht oder falsch wahrgenommen werden. Wichtig ist, dass wir auf Christus ausgerichtet sind, dass wir ihm nahe sein wollen und uns immer mehr und immer besser fragen, was ist der Weg dazu, dass wir dir nahe sind? Jakobus und Johannes dachten, wir lassen uns mit dem umbringen, dann geht das ganz schnell und dann haben wir gute Plätze. Jesus stoppt das und sagt, möglicherweise wird das geschehen, ziemlich sicher wird das geschehen, aber das ist nicht der normale Weg. Der normale Weg ist der des Dienens, der unteren Rangordnung, des Sich-Einbringens. Denn in der Rangordnung Gottes ist nicht der reich, der hat, sondern der, der gibt und der und die, die sich selber gibt. Die und der ist wirklich reich. Wie oft sind wir damit beschäftigt, zu haben, zu halten, zu sorgen, statt wirklich im Evangelium zu knien und nach der Rangordnung Jesu zu fragen und seinen Platz zu sehen. Den er in dieser Welt, so wie sie ist, bis heute, hat sich wenig geändert, den er dort eingenommen hat. Das kann man nur, wenn man davon überzeugt ist, dass Christus wirklich der Herr dieser Welt und der Herrscher der Geschichte ist. Sonst ist das Unsinn, sonst ist das aberwitzig, wozu sich das antun. Sonst sagen die Religionskritiker zu Recht, das Christentum hat etwas Masochistisches. Die quälen sich selber. Aber darum geht es nicht. Es geht immer darum, im festen Blick auf Christus ihm nahe sein zu wollen und das heißt, ihm immer mehr ähnlich zu sein. Damit das, was wir jetzt feiern, in dieser Stunde hier, Tod und Auferstehung Christi, auch für uns Wirklichkeit wird. Wir müssen mit ihm durch den Leidensweg hinein in den Tod, unausweichlich. Aber es ist eben nicht das Ende. Wir dürfen mit ihm weitergehen, wo sich alle Rangordnung umkehrt und die Toten lebendig sind, weil er der Herr des ganzen Lebens, der Herr, der wahre Herr dieser Welt ist.